Trigger bzw. Tests. Also nicht immer die gleichen natürlich, aber bestimmt kennt ihr schon einige davon. Aber diesmal in einer, wie gesagt, anderen Position. Ich werde auch gleich näher ranzoomen, damit ihr auch, wie gesagt, durch die Nahaufnahmen die visuellen Trigger genießen könnt. Gut, dann will ich gar nicht mehr lang drumherum reden, sondern gleich starten. Es wird jetzt gleich die Perspektive geändert und ja, wir gucken mal, was Juliets Rücken so fehlt oder auch nicht. Und euch ganz, ganz viel Spaß und Entspannung dabei. So, ich fange wie immer damit an, mir die Haut genauer anzuschauen. Denn ihr wisst ja bereits, dass auch die Haut uns schon Hinweise auf Verspannungen geben kann. Und dann nehme ich jetzt auch gleich mein Licht und das Holzstück. Die Stellen
Nicht nur durch die Wirbel. Das wollte ich sagen, nicht nur durch die
Es war jetzt nochmal.